Das Wattenmeer, Anziehungspunkt für Naturliebhaber, Seevögel, unzählige Krebstiere, Wattwürmer und andere Kleinstlebewesen. Das Wattenmeer, ein noch intaktes, einzigartiges Ökosystem, das sich aber verändert. Schuld ist der fortschreitende Klimawandel. Imme Flegel leitet die Schutzstation Wattenmeer in St. Peter-Ording, beobachtet, was sich hier augenscheinlich verändert. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass es in St. Peter-Ording früher sehr, sehr viele Strandbrüter gab, also zum Beispiel Seeregenpfeifer, Sandregenpfeifer und Zwergseeschwalben. Die Bestände haben in den letzten Jahren sehr stark abgenommen. Dafür gibt es sicher verschiedene Ursachen. Der Tourismus hat zugenommen, aber es passiert eben auch immer häufiger, dass es zu Sommersturmfluten kommt. Also fast jedes Jahr haben wir inzwischen eine Sommersturmflut, sodass die Strandbrüter wirklich der Gefahr ausgesetzt sind und die Nester fortgespült werden oder auch die ganz frisch geschlüpften Küken der Vögel einfach weggeschwemmt werden. Mehr Überflutungen, hinzu kommen die steigenden Wassertemperaturen. Sie verdrängen Fischarten wie Dorsch und Seelachs polwärts. Und auch über dem Meeresspiegel werden die Veränderungen immer deutlicher, bedrohen aus Sicht der Umwelt- und Naturschützer immer stärker die Küstenregionen. Wenn der Meeresspiegelanstieg zu schnell steigt, könnten Wattflächen verloren gehen. Das heißt auch, dass die Vögel weniger Rastplätze finden. Es könnten Salzwiesen abbrechen, es könnten Dünen erodieren, Inselkanten. Also das sind mögliche Folgen des Meeresspiegelanstiegs im Wattenmeer. Trotz des Wandels strahlt das Wattenmeer auf seine Besucher immer noch eine erholsame Ruhe aus. So ist es auch beim Gang über die Salzwiesen, die aber durch den steigenden Meeresspiegel deutlich Schaden nehmen. Die Salzwiesen sind ganz wichtig für die Brutvögel im Wattenmeer, die da eben Bereiche finden, wo sie ihre Vogeljungen aufziehen können. Und die Salzwiesen sind aber auch sehr wichtig für den Küstenschutz, weil sie die Wellenenergie bremsen bei Sturmfluten. Der zunehmende Wasserdruck und die sich verändernden Strömungsverhältnisse haben Auswirkungen auf die Größe des Wattenmeeres. Es gehen jährlich wertvolle Flächen verloren. Dieses Defizit gilt es auszugleichen. Angedacht ist ein weitreichendes Sedimentsmanagement zur Erhaltung des Watts. Das Sedimentmanagement oder Sandaufspülung im Wattenmeer könnten eine Lösung sein, wie man das Wattenmeer an den schneller ansteigenden Meeresspiegelanstieg anpassen kann. Das heißt ganz konkret, man würde Sedimente oder Sand landläufig aus der tieferen Nordsee holen und sie an die Ränder des Wattenmeeres oder an andere Stellen bringen, um mehr Material in das Wattenmeer zu bringen. Dadurch kann es dann besser mit dem Meeresspiegel mitwachsen. Um das Watt vor der Nordseeküste dauerhaft schützen zu können, sollte nach Meinung der Naturschützer und Wissenschaftler endlich gehandelt werden, damit das Wattenmeer auch für nachkommende Generationen erhalten bleiben kann. Das bedeutet, dass wir aufpassen müssen, und das haben wir schon sehr stark gemacht, nicht zu viele Nährstoffe in das System reinzupumpen. Unsere Flüsse sind viel, viel sauberer geworden. Also da haben wir wirklich was gemacht. Aber auch natürlich müssen wir zusehen, dass der Temperaturanstieg weniger wird. Und das geht nur dadurch, dass wir weniger CO2 in die Atmosphäre pumpen. Seit 2009 trägt das Wattenmeer den Titel UNESCO-Weltnaturerbe. Fraglich ist, ob diese Auszeichnung dauerhaft erhalten bleiben kann, wenn der Klimawandel hier noch deutlichere Spuren hinterlässt.